Hey Leute, was geht? Freestyle DLP am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Lol. Ey. Ja, okay. Also, ich werde gerade von einem YouTuber angeschrieben. Der macht halt auch Star Wars Let's Plays. Von dem habe ich sogar gerade noch ein Video geguckt. Ja, auf jeden Fall wollte ich heute einfach mal wieder ein neues Let's Play machen. Ich bin gerade ein bisschen verpeilt, weil ich hier gerade einfach so angeschrieben wurde. Ich bin nämlich jetzt gerade online gekommen. Und zwar, oh, cool. Nehme gerade auf. Okay, also, sorry übrigens, dass zum Schluss der Sound weg war, weil, ja, ich. Failaufnahme, ja, was soll man machen? Ja, also ihr habt dann halt am Anfang Fail wollte keine Gruppe. Fail wollte keine Gruppe. Wollte Freund hätten XD. Also auf jeden Fall. Sorry, also ihr habt nichts großartig verpasst. Also nur mein Meisterin hat mir halt den Auftrag gegeben, ja, halt eben bei den Fleischräubern so Hologramme zu suchen. Ja. Übrigens habe ich jetzt ein kleines nettes Surprise für unseren LP-Char. Nämlich habe ich von meinem Main-Char, man kann halt auch wenn man Imperium-Spieler ist, rübersenden, habe ich ein kleines Lichtschwert rübergesendet. Das hat jetzt noch keine Modifikation, ist halt ein Adaptivschwert, ich weiß nicht, ob man das so sagt, also ein Kastelmarkt-Gegenstand. Ja, aber ist trotzdem jetzt auch ohne Modifikation besser. Hat er es eigentlich ein Farbkristall? Es hat eigentlich ein Farbkristall, aber trotzdem ist es dann gelb. Also ihr seht, so sieht das Ganze dann aus. Also, ja. Ich kaufe vielleicht noch bald ein Kristall. Ich weiß nicht, ob ich einen mir einen roten kaufe. Das sieht dann eher aus wie. Als wenn ich irgendwie so ein Sith wäre, weil meistens haben die Sith halt Rotes. Oder ob ich mir halt einen blauen kaufe. Ich überlege noch, was ich mir da gönnen werde. Ich weiß nicht, ob ich auch einen mit guten Stats mir holen werde oder erstmal nur einen, damit ich einen habe. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal ein Lichtschwert ohne Modifikation, ist aber trotzdem besser und ja. Ist halt auch recht nice. Damit müssen wir jetzt nicht 10 Level warten, bis wir uns ein Lichtschwert gönnen können. Deswegen haben wir schon mal eins. Okay. Ich würde sagen, sprechen wir mit dem, nehmen die Nebenquests an. Wie gesagt, ich werde die Nebenquests immer skippen. Deswegen muss ich auch jetzt gar nicht ruhig sein. Ich stelle mich der Gefahr. Ja. Was soll ich tun? Okay, also, wie gesagt, Nebenquests immer skippen. Birgt das Südwest-Hologramm. Ja, jetzt müssen wir hier Hologramme raussuchen. Ich werde mal einmal meine Skills ausprobieren. Also, wir haben jetzt hier jetzt so Schwert-Skills anscheinend. Die werde ich direkt mal zusammenpacken. Und dann einmal ein Skill. Schleudert Trümmer auf der Zielfahne, wodurch ein ist 59 bis 65 Kinetikschaden erleidet. Schwache und normale Gegner werden außerdem 3 Sekunden lang betäubt. Okay. Okay, der war One-Hit, weil das ein schwacher war. Die Weste eher unnötig. Okay. Dann gucken wir mal. Ja, der wird ja auch schon betäubt. Also auch recht nice. Aber wir müssen ja jetzt hier keine Fleischräuber killen, sondern die Hologramme hier bergen. Da hinten ist auch, glaube ich, schon das erste. Oder nee, das ist gar kein Hologramm. Aber trotzdem werde ich mal gucken. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn mir Jedi Botschafter so Spaß macht, werde ich vielleicht auch ein paar der Nebenquests einfach außerhalb der Story machen und vielleicht auch Flashpoints außerhalb des, also offscreen halt, werde ich halt mal Nebenquests oder Flashpoints machen, weil mir macht, falls mir Jedi Botschafter halt so Bock macht, weil, wie gesagt, ja, also ist halt ein bisschen schade, wenn mir Jedi Botschafter richtig Spaß macht und ich die Klasse dann nur fürs Let's Play spielen kann. Aber die Hauptstory und alles werdet ihr immer mitbekommen, also keine Angst, das wird eigentlich schon reiner Let's Play-Char, nur Flashpoints werde ich vielleicht mal machen oder vielleicht mal ein paar Nebenquests, wo ich jetzt im Video keinen Bock zu habe. Ja, okay, also
Oh shit, jetzt habe ich die Klassenquest übersprungen. Ich Vollpfosten. Oh Mann, ist mir das gerade peinlich. Egal, dann werden wir die Hologramme jetzt demnächst nicht mehr skippen, sondern werden uns das Ganze jetzt gleich anhören. Aber so ist es halt, wenn man reden muss, dann vergisst man manchmal. Aber das wird sich, denke ich mal, noch bessern, dass ich keine Sachen mehr skippe. Die sind hier schon Level 3. Ich bin erst Level 1. aber mit meinem Laserschwert geht das Ganze locker. Ach Mann, im Ernst, so, sind sie down. Ach Mann, ich kill die einfach mal alle, weil mit Level, also so im Lowy-Bereich, also ich sag mal, und wir sind schon Level 2, ich sag mal, so im Bereich 1 bis 10 lohnt sich das noch richtig, einfach alle Mobs, die dich angreifen, zu killen, weil die eigentlich noch recht gut EP geben für das Level. Also da lohnt sich's wirklich noch richtig. Und ja, jetzt hören wir aber erstmal das Gespräch an. Sorry. Also, manchmal werde ich auch die Klassenquests ein bisschen skippen, wenn ich die Untertitel also hier gelesen habe und die dann aber trotzdem noch weiterlabert, also ich sozusagen schneller gelesen habe, als sie labert, dann skippe ich manchmal den Rest, damit das Ganze auch schneller geht. Ja, ich meine, ja, ich weiß nicht. Falls euch wirklich alles extrem stört, dann schreibt es mir wirklich rein. Ich muss euch in Sicherheit bringen. Okay. Diese Sequenz möchte ich dann mal lassen. Ja, also dann haben wir das Ganze jetzt hier gemacht. Ich würde mal sagen, Raketenschub. Ja. Also ich werde dann wirklich gleich mal nach dem Farbkristall gucken. Freue ich mich jetzt gleich schon drauf. Ein bisschen komisch, so in diesem Lowy-Bereich sozusagen ein Lichtschwert zu haben. Aber auch eigentlich auf der einen Seite recht nice. Jetzt fehlt uns natürlich dieses epische Gefühl, wenn wir unser erstes Lichtschwert bekommen, aber na gut. So schlimm ist es jetzt auch nicht. So. Ich bin hier, um den Projektor eures Hologramms zu. Ihr rettet, was für immer verloren sein kann. Okay, das haben wir jetzt auch. Okay, dann. Wir müssen hier eigentlich auch noch die Quests machen. Frei die gefangenen Padawane. Müssten wir eigentlich auch noch machen, habe ich jetzt vergessen. Ich würde sagen, gehen wir mal einfach zum ersten Käfig hin. Und machen ihn entsprechend. Will mich verarschen? Oh, dieser Hurensohn. Alter. Oh Mann. Ich kill die Mobs schön für ihn und er greift sich einfach den Käfig. Okay. Also ich nehme jetzt nicht immer alle Drops auf. Notfalls kann ich manchmal auch Credits auf diesem Char bekommen, auch wenn ich gerade kein Abonnent bin. Ich will mir mal die nächsten Tage mein Abo zulegen. Ja. Oder die nächsten Wochen. Eben das Hologramm bergen. Aber nichts passiert. Okay. Benner stellt dir fest. Okay. Okay, sei vorsichtig. Sind wir doch. Dann machen wir jetzt noch eben diese Padawane befreien wir nochmal eben. Alter, jetzt hat er mir den da hinten auch noch geklaut. Will mich verarschen? Der ist auch weg. Oh Mann. Ich fühle mich langsam ein wenig verarscht von dem Typen dort.
Aber irgendwann muss er ja auch alle seine Käfige eingesammelt haben. Dann werden wir jetzt noch eben den hier öffnen. Die Nebenquests kenne ich übrigens schon alle. Deswegen, also nicht alle, weil, wie gesagt, ich kann mich halt noch nicht an alle erinnern, ist ja klar. Ich habe halt einen Level 22er Jedi Wächter und einen Level 52, bald schon 53, also heute wird er 53, habe ich halt einen Sith Inquisitor, also Sith Attentäter auf Attentäter geskillt. Ja. Deswegen, also die Sith Stories kenne ich halt alle relativ gut. Ja, ich spiele das Game auch gerade mal so irgendwie seit einem Monat. Ja, seit einem Monat oder anderthalb könnte hinkommen. Und dafür finde ich, bin ich schon recht gut dabei. Vor allem, weil ich das alles erreicht habe, ohne jemals Abonnent gewesen zu sein. Ich bin mir nicht bevorzugt. Ja. Und die Bonusmission haben wir. Okay, ich muss mich halt noch ein bisschen jetzt einbefinden als Sith-Botschafter. Aber ich denke, ach, als Jedi-Botschafter. Nicht als Sith-Botschafter. Oh Mann. Aber da ist eine Sicherheitstruhe. Da gehen wir doch gleich hin. Ich hoffe, ich mache die jetzt nicht zu lang. Vor allem, wir haben noch nicht so viel geschafft, aber trotzdem habe ich so viel gelabert einfach. Wir nehmen jetzt schon so lange auf. Also 11 Minuten und 20. Aber was soll man machen? Also wie gesagt, falls mir hier die Botschaft wirklich richtig Spaß macht, weil momentan macht er mir wirklich Spaß, da werde ich ein paar der Nebenquests einfach mal privat machen und die Flashpoints vor allem. Aber generell, ihr werdet natürlich auch bei Nebenquests dabei sein und ihr werdet auch bei Flashpoints dabei sein. So ist es ja nicht, bloß nur mal so als Info. Es gibt ja auch, es gibt auch, vielleicht kennt ihr ein paar Let's Player, die zeigen dann mal zwischendurch auch, wie der Status des Chars ist. Also die spielen auch viel privat. Und ja, so möchte ich ungefähr auch sein. Also nicht alles in der Folge, sonst sind wir wirklich, wenn wir bei Folge 60 sind, sind wir halt immer noch Level 15 oder so. Wenn ich wirklich alles so lassen würde und nur alles mit Aufnahme machen würde und alle Gespräche lassen würde, dann wären wir wirklich noch Level 15 bei der 16. Folge oder so. Ach, 60. Folge. Deswegen, ja. Ich finde übrigens, dass die Brustplatte passt irgendwie gar nicht zu dem Rest der Rüstung. Aber egal. Vielleicht bekommen wir ja durch eine Quest irgendwie Sachen, die wenigstens halbwegs dazu passen. Vor allem generell die Rüstung, die man da am Anfang bekommt von den Erweiterungen, finde ich gar nicht passend zu Jedi, also für Klassen, die ein Laserschwert besitzen, sondern nur zu Soldaten, Kopfgeldjägern und so, finde ich das Ganze passend. Da sollte man sich eigentlich für die Klassen eine andere Rüstung einfallen lassen, aber gut. Ist ja jedem das seine, wie man das, was man halt für Rüstung in das Spiel einbringt. Oder ist zumindest jedem das seine Meinung. Und ich laber schon wieder irgendwas. Oh Mann. Langsam wird es mir ein wenig peinlich, irgendwas zu labern. Oh. Okay. Dann weiter. Ja, also ich finde das Laserschwert sieht recht nice aus. Mal gucken, was wir für ein Farbkristall noch kriegen. Ja, aber gehen wir jetzt erstmal hier hin. Wie gesagt, die Skipper ist eine Nebenmission. Oh, diese Ladezeiten, Leute. Warum lädt das denn hier so lange? Ich hoffe, der Server kackt jetzt nicht gleich ab. Bitte. Ah, gut. Weil zwischendurch habe ich meinen Disconnect bekommen, obwohl mein Internet richtig schnell war. Ja. Okay. Also ja. Ich werde dann auch nochmal gucken, wie ich schon gesagt habe, 40.000 Credits zu bekommen, wenn ich Level 10 erreicht habe, damit wir unseren Gleiter uns besorgen können, damit wir wirklich schneller unterwegs sind. Ja, ich möchte jetzt nicht so sagen, ja, schnell durch, let's play, bloß schnell vorbei. Nein, ich möchte das schon etwas in Ruhe machen, aber trotzdem möchte ich schon recht schnell leveln, weil es einfach Spaß macht, auf höheren Leveln zu spielen, finde ich. Das Leveln macht natürlich auch Spaß, aber ich finde auch generell aufzusteigen und dann auf diesen Level zu spielen auch geil.
Deswegen möchte ich auch schnell leveln. Ja, das ist die gleiche Rüstung, lol. Ja, ich finde es übrigens recht nice, dass dieser Raketenschub auf allen Chars ist. Ich dachte, der wäre nur auf einem, wenn man den im Vermächtnis kauft. Aber ja, finde ich ganz, ganz geil. Übrigens muss ich mir nochmal einen von diesen Gefährten hier gönnen. Also einmal entweder HK-51 oder Tweak. Ich glaube, ich bin eher für Tweak. Aber ich glaube, HK-51 bekommt man durch Sektion X, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, ich bin halt noch ein kleiner Noob, was jetzt die höheren Mission angeht, also auf Level 15, aber ich glaube. Ach, auf Level 50. Ja, hol deinen neuen Gefährten HK51. Also den würde ich mir, glaube ich, holen, weil halt die Sektion X nur ganz wenig kostet. Also ich glaube, das ist. Ich bin mir nicht sicher, was es genau ist, aber durch die Quests dort bekommt man halt. Und wir haben einen neuen Skill. Durch die Quests bekommt man halt diesen Gefährten, glaube ich. Und da das Ganze ganz billig ist, werde ich mir überlegen, das mal zu holen. Und irgendwann will ich mir auch noch mal Tweak holen, weil Tweak ist wirklich overpowered, Leute. Ja. Also Tweak ist wirklich mega overpowered. Den will ich mir dann auch noch mal irgendwann mal gönnen. Und Schuhe, ja, die sind besser, locker. Ich weiß gar nicht, ob wir Willenskraft brauchen oder nicht. Aber wir haben schon wieder einen neuen Skill. Also für meinen Inquisitor brauche ich Willenskraft, das weiß ich, aber ob ich für den hier Willenskraft brauche, bin ich echt überfragt, weil wie gesagt, ich zocke das Game erst einen Monat und kenne mich nur mit meinen Klassen aus. Okay, die kann ich irgendwie alle nicht verkaufen, aber ich schmeiße sie einfach weg, Leute. Wofür brauchen wir die sonst nochmal? Ich finde, die sehen so scheiße aus. Also brauchen die nur, weil die am Anfang besser sind als unsere Rüstung, aber später brauchen wir die dann nicht mehr. Okay, also recht nice. Wir haben jetzt hier neue Skills. Verursacht für die Dauer des Effekts 142 Kinetikschaden beim Ziel und verbraucht über die Dauer der Kanalisierung 40 Macht. Reduziert außerdem das Bewegungsrate des Ziels um 50% und levelt schwache und normale Gegner. Und Machtwelle verursacht 25 bis 34 Kinetikschaden und stößt bis zu 8 Feinde innerhalb eines 15 Meter Kegels von dir zurück. Schwache und normale Feinde werden außerdem 3 Sekunden lang niedergeschlagen. Okay. Also, wir haben jetzt hier mehr oder weniger einen Mount, sag ich es einfach mal, also Raketenschub wird als Mount angesehen. Aber es ist natürlich kein Mount, weil es nur 12 Sekunden lang geht und dann eine Abklickzeit von 30 Sekunden habt, wenn ihr das voll geupgradet habt. Ja, aber trotzdem recht nice, weil man dort richtig schnell unterwegs ist. Man muss halt dann immer. Ich habe jetzt gerade null Bock zu rechnen, ne? Leute, man muss dann immer 18 Sekunden warten, bis man es neu einsetzen kann, nachdem dann der Effekt vorüber ist. Ja, also 30 Sekunden insgesamt. Minus 12 sind 18. Und wir nehmen einfach erstmal kurz die Nebenquests an, Leute. Das machen wir jetzt eben. Und. Oh, ich wollte schon direkt skippen. So. Ich mag Herausforderungen. Und ich darf es versuchen. Kein Problem. Aktiviere Trainingsdruiden. Machen wir dann später, nachdem wir mit unserer Meisterin gesprochen haben. Erstmal nochmal mit dem hier reden. Hallo, ja, ist das. Sprich mit Meister, bla bla bla, okay. Machen wir dann alles gleich. Ja, wir müssen jetzt hier hin. Erstmal. Das ist. Nein, das ist das nicht. Also, wir machen jetzt erstmal die Klassenmission. Oh, wir müssen dahin. Nicht die Treppe hoch. Ja, okay. Ich bin ein bisschen verschnupft und erkältet, aber naja. Okay.
Freundschaft mit Kaisen. Ich wollte, dass du ihn kennenlernst. Zuerst einmal danke für die Sicherstellung der Hologramme. Die Jedi haben... Es war kein Problem. Ich bin froh, dass ich... Ich konnte den gestohlenen Holoprojektor identifizieren. Rajivari war ein weiterer Gründer der Jedi. Er ist der dunklen Seite verfallen. Er verriet den Orden, bei dessen Erschaffung er mitgeholfen hatte. Er verriet den Orden? Wie? Was genau hat Rajivari... Über sein Leben ist leider... Rajivari war unglaublich mächtig. Dieses gestohlene... Der Dieb stammt sicher aus Kalikori. Dort haben sich illegale Twi'lek-Pilger... Und Jedi-Relikte sind wertvoll. Der Verkauf eines alten Holoprojektors... Ich möchte, dass du nach Kalikori gehst. Herausfindest, wer den Holoprojekt... Die Twi'lek verstoßen gegen republikanisches Gesetz. Wir dürfen ihnen keinen... Ich werde diplomatisch sein. Wenn die Dorfbewohner die Situation verstanden haben, können wir uns bestimmt... Suche in Kalikori Bashen den Käpt'n der Dorfwache auf. Er kennt dort jeden. Ich glaube, es ist eine gute Lektion für dich, diese... Okay, also wie gesagt, ich habe halt geskippt, wenn ich die Untertitel gelesen habe. Ist jetzt nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Ihr habt ja alles mitbekommen, denke ich. Nur wie gesagt, damit wir halt nicht Stunden an diesem Let's Play sitzen, muss ich halt auch mal sowas machen. Okay. Und schnell hier hoch, eben mit dem Typen von der Nebenmission labern. Und dann war's das auch, denke ich mal, für dieses Let's Play schon. Ja, die Skills probieren wir dann in der neuen Folge, also in der nächsten Folge aus. Ah, das ist einfach nur der Skillmeister, okay. Das war jetzt ein bisschen unnötig. Egal, also dann, Dankeschön fürs Zusehen. Hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen und bis zum nächsten Let's Play. Oder LP, besser gesagt. Ja, also dann, ciao und haut rein.